freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk's Grow Shop. Die DHV-News von Freitag, den 13. Dezember 2024. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ihr habt wahrscheinlich noch nicht gemerkt, aber es ist wieder eine Sonderausgabe aus dem Hotel. Diesmal, weil ich in Eindhoven bin, auf Einladung des Coffeeshop-Verbands in Holland zu so einem Kongress, wo es unter anderem auch ein Panel gab zur Entwicklung in Deutschland, wo ich zusammen mit Steffen Geier und dem Vorsitzenden des CSC Krefeld ein bisschen was erzählen konnte, wie es gerade so bei uns läuft. Und damit ich da auch richtig mit Bildern berichten kann, habe ich gleich auch noch eine tolle Möglichkeit erfunden, wie ich euch teilhaben lassen kann, kurz mit einem Videoschnipsel, den ich hier einblenden kann, ohne das zu unterbrechen, dass hier ein One-Take wird, wie immer. Und das machen wir jetzt mal so. Ja, das ist ein Coffeeshop. Ja, so war das da. Schön, schön. Ich habe immer Spaß da, höre mir gerne holländisch an. Und jetzt, zweiter Vorbemerkungspunkt ist noch, dass nämlich die Spendenaktion natürlich immer noch läuft. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Uns droht die CDU für nächstes Jahr, also nicht nachlassen. Wir haben bis jetzt 27.169 Euro von 981 Spendern bekommen seit dem 1.12. Und vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, wie immer sozusagen. Und auch nochmal der Hinweis, das ist ein bisschen weniger als die letzten Jahre davor. Und trotzdem droht heute mehr als vor einem Jahr. Vielleicht habt ihr auch damals alle gedacht, naja, wird schon werden mit der Legalisierung und so. Ist ja auch einiges geschafft worden, wenn auch nicht alles. Aber jetzt müssen wir immer aufpassen, dass es nicht rückwärts geht. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Also fleißig weiter mitmachen. Auf handverband.de seht ihr das Spendenbarometer. Und ein Video mit der Vorstellung der Preise, die ihr auch gewinnen könnt, ist in der Pipeline. Kommt also auch sicherlich vor den nächsten DHV-News hier im Kanal. So, aber warum ich auf jeden Fall diese News machen wollte hier, ist natürlich die Unterschrift von Özdemir unter die Wissenschaft-Cannabis-Forschungsverordnung WKWV oder so ähnlich. Meilenstein, ja, also es gibt nochmal was zu feiern auf den letzten Metern der Ampelregierung. Viele haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass noch was passieren kann. Aber ja, wir haben gekämpft wie sehr durchgehend sozusagen seit Ende April, wo der Entwurf für diese Verordnung schon rausgekommen ist und ich damals schon in News gesagt habe und einen Artikel dazu geschrieben habe auf handverband.de. Ja, also Säule 2 von Lauterbach kommt nichts mehr. Ja, dieses Gesetz wird ausfallen. Aber hier ist die Lösung dafür sozusagen. Es gibt eine Forschungsklausel im Cannabisgesetz und nach der muss das Landwirtschaftsministerium, also Özdemirs Ministerium, eine Behörde bestimmen, die zuständig ist für Anträge, die entgegenzunehmen, zu bearbeiten, zu genehmigen, abzulehnen, wie auch immer. Und mit dieser Bestimmung der Behörde können Anträge gestellt werden und kann es eben auch losgehen. Und im Grunde können damit auch große Forschungsprojekte zur Cannabisabgabe gemacht werden. Also genau das, was ich unter Säule 2 verstehe. Deswegen würde ich sagen, heute, also diese Woche, Mittwoch, ist der Weg freigemacht worden für Säule 2. Endlich, gerade so auf den letzten Metern und genau so, wie wir es die ganze Zeit gefordert haben. Jetzt steht an manchen Stellen und auch in der Pressemitteilung des Landwirtschaftsministeriums selbst, dass es sich hier nicht um die angekündigte Säule 2 handelt und dass dafür weiterhin Lauterbach zuständig ist. Es steht auch gleichzeitig dabei, dass eben auch Kommunen jetzt bereitstehen, Modellprojekte zur Cannabisabgabe zu machen. Und der einzige Unterschied ist eben, ja, dass kein Gesetz mehr kommt, sondern die Verordnung. Und das sehen eben manche Politiker insbesondere als Teil der Definition von Säule 2, dass ein Gesetz kommt. Deswegen sagen die, nein, nein, es ist nicht Säule 2. Der Hintergrund ist eigentlich, dass sie alle sauer sind auf Lauterbach, weil der ja die Säule 2 ein Gesetz versprochen hat die ganze Zeit, seit er im Prinzip die Legalisierung abgesagt hat, gerade ja gesagt, also angekommen mit der Säulerei, ja, und hat gesagt, Cannabisgesetz, Entkriminalisierung, Säule 1, Säule 2, Gesetz für Forschungsprojekte, dass eben kommunale Abgabemodelle zeitlich begrenzt erprobt werden können. Viele in Deutschland, aber auch die Rede davon, dass sie groß sein können, möglicherweise sogar alle Einwohner der jeweiligen Städte da teilnehmen können. Und das wäre natürlich schon recht fett gewesen. Aber auch dieser Forschungsparagraf, letztes Mal alles offen, da steht drin,
dass man eine Genehmigung braucht, wenn man zu Forschungszwecken mit Cannabis Handel treiben will, ohne irgendwelche weiteren Einschränkungen, was jetzt die Menge der Teilnehmer angeht oder irgendwelche Anforderungen an die konkrete wissenschaftliche Fragestellung oder so, also recht offen. Ja, und im Grunde, wenn man eben einen wohlwollenden Minister hat und das wohlwollend geprüft wird, ist da viel möglich. Insofern würde ich schon sagen, das ist Säule 2 sozusagen, weil mir ist das wurscht, ob Gesetz oder nicht, aber das ist nicht egal, ja, es hat schon noch Vor- und Nachteile sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall eine kommunale Abgabe jetzt möglich durch diese Verordnung, die Özdemir mir da in letzter Minute gebracht hat und für die wir die ganze Zeit getrommelt haben. Ja. Ich habe ja hier immer wieder darauf hingewiesen, immer wieder auch aufgerufen dazu, sich mal zu melden bei den Grünen, bei Özdemir. Und ich selber habe es auch ständig gemacht und über den Handverbands-Accounts auf Social Media rauf und runter. Ich habe Özdemir selbst kontaktiert, ich habe die Bundestagsabgeordneten, alle einzelnen der Grünen-Fraktion nochmal kontaktiert und viele Dinge getan und Gespräche geführt, die ihr nicht mitbekommen habt. Ja, es gehört eben zum Lobbyistenleben auch dazu, dass man nicht alles jetzt irgendwie erzählen kann, sozusagen, was man mit wem jetzt genau bespricht und so weiter. Aber ich kann euch sagen, ich habe mich sehr konzentriert im letzten halben Jahr genau auf diese Frage, kommt noch diese Säule 2-Verordnung oder nicht? Wird Özdemir noch liefern oder nicht? Und war natürlich nicht der Einzige, der es getan hat. Da waren auch die Städte mit dabei, die eben jetzt diese Forschungsprojekte angekündigt haben, die Absichtserklärungen unterschrieben haben. Forscher waren da mit im Spiel, Firmen waren mit im Spiel, die da mitgedrückt haben, aber auch andere Forschungsprojekte, die in Medien dann aufgekommen sind, wo es gar nicht um diese Abgabemodelle geht, weil jede Cannabisforschung ist abhängig von dieser Verordnung und dass das eben da läuft, dass eine Behörde installiert ist, die überhaupt entscheidet über Forschungsanträge, weil sonst wäre es auch eine Schlechterstellung gegenüber dem Cannabisgesetz, also gegen dem Betäubungsmittelgesetz vorher. Demnach war ja auch Cannabisforschung möglich, ja, und mit dem neuen Gesetz sollte da eben nicht Schluss mit sein, sondern sollte weiter mitgemacht werden. Und Özdemir mir jetzt fast versaut, ja, oder irgendwie auf ewig vertagt sozusagen. Jetzt hat er geliefert. Puh. Also, danke an alle, die mitgemacht haben, insbesondere eben auch alle Einzelnen da draußen, alle Bürger, die mitgemacht haben, der Weedmob auf Twitter, der mitgemacht hat. Auch wenn wir keine große E-Mail-Aktion gemacht haben, weil ich in dem Fall davon ausgegangen bin, dass das nicht unbedingt so zielführend ist, wie es damals zum Beispiel beim Bundesrat war. Ja, da muss ich ja mal ein bisschen um Vertrauen bitten, dass ich da mit den Kenntnissen, die ich so habe, zu den Aktionsformen sozusagen rate und komme für den Handverband, die am zielführendsten sind. Und ja, es hat sich ja nun auch wieder bestätigt, es hat funktioniert. Wunderbar. Danke an alle, die mitgemacht haben, die sich bei Özdemir gemeldet haben, die kommentiert haben, die unsere Beiträge geliked haben dazu. Also es war ja nun wirklich so, dass die Grünen da wieder kaum Ruhe hatten, insbesondere eben auch Özdemir. Und jetzt in letzter Konsequenz dann eben auch gesagt hat, okay, komm, machen wir halt. Ne? Wobei er sehr zurückhaltend war mit der Geschichte und selber zum Beispiel gar nichts gepostet hat dazu an dem Tag, wo die rausgekommen ist. Also er will da scheinbar möglichst wenig mit zu tun haben. Deswegen, also ist nicht Säule 2 und so, ja. Naja, er hat es eigentlich fast widerwillig gemacht, was verrückt ist, ja, weil es vollkommen grüne Programmatik ist und die ganze Zögerei eben schlecht für die Grünen aussieht und eigentlich das eine Möglichkeit gewesen wäre, jetzt die Grünen nochmal ins Spiel zu bringen, ja, nachdem eben die anderen Minister geliefert haben. Auch nach vielem Drängen, ne, also, aber trotzdem, letztendlich, Lauterbach hat zumindest diese halbgare Cannabis-Gesetz-Teil-Entkriminalisierung da gebracht. Aber immerhin, er hat geliefert, irgendwas hat er geliefert, genauso wie Wissing mit seiner Änderung der Fahrerlaubnisverordnung und auch der Erhöhung des Grenzwertes, wo wir auch natürlich alle nicht mit 100% zufrieden sind, aber alle nach langem Drängen und Hashtag Volker am Zug, Hashtag Karl am Zug. Und jetzt eben auch Hashtag Cem am Zug und genauso zäh und genauso, naja, enttäuschend langatmig, ja, dass man das überhaupt fordern muss von Parteien, die Legalisierung im Programm stehen haben. Ja, ist also dreimal enttäuschend, aber letztendlich auch dreimal so, dass man da zumindest möglich war, ja, am Ende, dass man sie irgendwie zum eigenen Koalitionsvertrag so halb wenigstens irgendwie bringen konnte und zur eigenen Programmatik zu stehen. Okay, ja, also wäre sonst auch ein Desaster gewesen für die Grünen, aber auch für unsere Wahlempfehlungen, Wahlanalysen, weil wie soll man dann nach Parteiprogrammen dann noch irgendwem irgendeine Wahlempfehlung aussprechen, ja, wenn dann 0, gar nichts im Regierungshandeln dann letztendlich dabei übrig bleibt. Ja, das wäre fatal gewesen letztendlich, auch für Demokratieverständnis von Leuten und auch für unsere Arbeit innerhalb des Rahmens der demokratischen Teilhabe sozusagen. Aber auch hier haben wir wieder
ein Vorgang, der gezeigt hat, es hilft mitzumachen, es hilft den Handverband zu unterstützen, eben auch nebenbei erwähnt nochmal, aber eben auch sich selbst einzumischen. Jetzt können die Grünen mit einer nicht ganz so unangenehmen Wahlempfehlung rechnen, wie das gewesen wäre, wenn Özdemir mir sich jetzt komplett quergestellt hätte. Jetzt nochmal ganz konkret zu dem Thema, was hat das jetzt überhaupt für Folgen? Viele Berichte sind jetzt schon, gehen jetzt schon in die Richtung, dass jetzt losgeht. Ja, jetzt kann sofort angefangen werden mit den Modellprojekten, auch mit den Städten, die sich da jetzt bereit erklärt haben, Modellprojekte durchzuführen. Jedes Mal, wenn da eine Absichtserklärung kommt, heißt es dann gleich in Medien, ja, die Städte haben jetzt angefangen mit der Cannabisabgabe und die zu erforschen und so weiter. Ja. Was natürlich Quatsch ist, die haben eine Absichtserklärung unterschrieben, komme ich gleich auch nochmal dazu, ist auch diese Woche nochmal was passiert, am gleichen Tag, auch am Mittwoch, unglaubliche Zusammenkünfte sozusagen von Nachrichten. Aber es hat ja auch miteinander zu tun. Also es hat ja auch, da war ja auch der, unter anderem eben, hat ja auch den Druck erhöht auf Özdemir, auch von der Seite jetzt die Verordnung rauszubringen, dass diese Städte eben alle jetzt nochmal ganz offiziell mit Pressekonferenzen und so weiter gesagt haben, wir wollen das machen, wir können das machen, wir haben die Uni am Start und wir haben die Firma am Start, die das hier regelt mit dem Anbau und der Verteilung von Cannabis und so weiter und mit Erfahrung, mit Modellprojekten in der Schweiz. Also, ne, Özdemir, wie sieht das aus? Und diese Firmen können dann, wenn die Verordnung in Kraft getreten ist, das wird nächste Woche sein, ist also jetzt noch nicht so, Özdemir hat unterschrieben, die muss jetzt noch veröffentlicht werden, das wird wohl nächste Woche passieren. Und in dem Moment ist sie in Kraft, die Verordnung, und in dem Moment werden dann auch Anträge gestellt werden können. Und in den Fällen, die ich jetzt gerade genannt habe, werden die auch kommen. Die Anträge relativ zeitnah, auf jeden Fall noch vor Weihnachten, wurde gesagt, weil die ja so, sozusagen schon in der Schublade liegen. Also es geht hier konkret um die Sanity Group, die übrigens auch hier von wegen Transparenz und so weiter auch Diamantsponsor ist bei uns, die ist im Moment mit Avai Medical vorne im Intro sozusagen. Aber auch die einzige Firma, die meiner Meinung nach das geregelt kriegen wird, jetzt schnell, rechtzeitig vor der Wahl noch so einen Antrag zu stellen, weil die eben entsprechende Erfahrung haben und Manpower und Know-how und so weiter. Und die haben eben Absichtserklärungen mit Frankfurt, Hannover und jetzt Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln. Da komme ich gleich nochmal zu. Also die werden die Anträge jetzt stellen. Vielleicht viele kleinere Forschungsanträge werden vermutlich auch jetzt relativ bald kommen, die nicht so kompliziert sind, wie der Student, der seine Pflanzen in der Uni unter die Lampe stellen will, sozusagen, um irgendwelche Sensoren da drauf zu richten und da irgendwie seine Bachelorarbeit draus zu machen oder was. Oder auch die Fachhochschule in Erfurt, die jetzt einen Anbaukurs mit Cannabis machen will, die können jetzt alle eben ihre Anträge losschicken. Ich fürchte, vor der Wahl wird es aber schwierig mit den anderen großen kommunalen Modellprojekten, die sonst noch so in der Pipeline sind. Wir haben ja auch zum Beispiel die Ankündigung von Wiesbaden, vielleicht noch im Kopf mit einigen anderen Städten zusammen, die mit einem anderen Forschungsverbund zusammenarbeiten, von dem jetzt jetzt lange nichts mehr gehört haben. Das war ein Verein, der sich da gegründet hat, der das alles koordinieren wollte, Cannabisforschung Deutschland oder so ähnlich, zusammen mit dem Forschungsinstitut CIS in Hamburg und eben diversen Städten. Ich fürchte, die werden nicht so schnell jetzt in der Lage sein, einen Antrag auf den Tisch zu legen. Warum sage ich das mit dem schnell? Die Frage ist natürlich, wird noch ein Antrag genehmigt vor der Bundestagswahl? Weil das ist eben auch der entscheidende Unterschied zum Gesetz. Wir haben hier keinen Anspruch, der da irgendwie formuliert worden ist, sondern nur Forschungsanträge können ans BML, ans BLE, an die BLE gestellt werden. Also nicht ans Landwirtschaftsministerium selbst, sondern bestimmt worden ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die BLE. Also an die können jetzt die Anträge gestellt werden. Und der Minister hat viel Einfluss darauf, was da passiert. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, auch gerade bei Cannabis-Forschungsprojekten, dass dann der Gesundheitsminister der CDU eben ziemlich lange immer sagen konnte, ja, mach mal nicht. Ja, der hat dann einfach die Anweisung gegeben, die Behörde soll das nicht genehmigen und dann haben die sich irgendwelche Gründe aus den Fingern gesaugt, wieso das nicht geht. Und so ist halt nie ein Cannabis-Forschungsprojekt in dem Ausmaß bisher zustande gekommen. Hätte aber können, ja, auch rechtlich gesehen wäre das jetzt kein Problem gewesen, denke ich. Und dann ist halt politisch abgelehnt worden. Und im Moment, grüner Minister und so weiter, ja, würde ich mal von ausgehen, der wird jetzt das nicht aufhalten, sozusagen, wird nicht die Anweisung geben, soll keine Genehmigung geben. Aber er hat halt so spät agiert jetzt, und das ist das Problem dabei, warum er nicht jetzt schon im Sommer angefangen hat, diese Stelle da zu installieren, weil dann hätten wir schon auch noch mit Genehmigungen rechnen können. Und wenn die einmal raus ist und das Projekt vielleicht sogar schon angefangen hat, dann ist es natürlich viel schwieriger für einen neuen CDU-Landwirtschaftsminister meinetwegen oder CSU noch schlimmer,
da jetzt wieder einen Riegel vorzuschieben. Das heißt, das ist jetzt die letzte Frage vor der Wahl sozusagen, wo es noch irgendwie darum geht, ob die Ampel noch irgendwas liefert, neben der Rauschklausel im Nutzhandel, muss ich auch nochmal erwähnen, kurz. Dazu habe ich auch keine Neuigkeiten. Also da könnte jetzt nochmal die Frage aufkommen, wird vielleicht sogar vor der Wahl noch so ein Modellprojekt genehmigt? Aber immerhin, so unser großes Ziel des letzten halben Jahres ist erreicht. Özdemir hat die Verordnung unterschrieben, wir wissen jetzt, wer zuständig ist. Und damit ist der Weg sozusagen geebnet. Und da könnte zumindest noch was kommen. Ich komme jetzt mal zum nächsten Punkt, nämlich der unmittelbar mit zusammenhängt. Die Vorstellung diese Woche, Pressekonferenz Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Die haben eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht, da war ich auch vor Ort, habe mir das mal angeguckt und haben eine Absichtserklärung unterschrieben, genauso wie vor kurzem Hannover und Frankfurt mit der Sanity Group und in dem Fall der örtlichen Universität der Humboldt-Uni in Berlin. In Frankfurt und Hannover waren jeweils dann auch kommunal vor Ort die Unis eingebunden in die Forschung. Und eben in allen Fällen die Sanity Group, die dann eben den ganzen Orga-Kram macht, also die Abgabe und Großhandel. Es soll um medizinisches Cannabis erstmal gehen, damit man das schnell auf die Reihe kriegt, eben, dass das überhaupt zur Verfügung steht und erstmal nicht jetzt investiert werden oder Anbau von irgendwelchen anderen Unternehmen mit reingenommen werden, Startups oder so. Das ist ein bisschen schade, ja, das hätte man schon gerne gesehen, weil darum geht es ja letztendlich eben auch außerhalb der Medizinschiene nochmal für Genussmittel eine komplette Produktionskette vom Samen bis zum Verkauf sozusagen im Labor auf bestimmter zeitlich und örtlich begrenzter Ebene zu erproben. Und das ist aber schwierig, wenn man nur 5 Jahre hat, sozusagen, nur die Genehmigung und auch diese ganze Unsicherheit und so. Da wird halt im Zweifelsfall kein Unternehmer das Geld in die Hand nehmen. Und wenn doch, dann wird eben das Gras erst in 1, 2 Jahren irgendwie auf dem Tisch liegen. Und die haben gesagt, zwar schon nächsten Sommer losgehen. Und das halte ich auch für möglich. Ja, wenn jetzt schnell genehmigt wird, dann könnte es sein, dass eben zwei große Städte und zwei große Bezirke schnell nächsten Sommer Cannabis abgeben. Das ist theoretisch erstmal so, ja, wie wahrscheinlich das ist, wie mag ich jetzt in Prozenten einschätzen, ja, da gibt es noch Hürden, eben die Frage, wie schnell ist die BLE überhaupt handlungsfähig, wir werden sicherlich nur Personal einstellen, ich habe auch schon Stellenausschreibungen schon gesehen, ja, die sind schon am Suchen, ja, und dann die Frage, wie würde dann Minister nach der Wahl damit umgehen? Das kommt auch auf den Koalitionsvertrag an und so weiter, ne, und auf Wahlergebnis, aber eben auch auf die Frage, machen die da Durchmarsch mit ihrem Cannabis-Gesetz zurückdrehen oder nicht? Ich glaube 100% nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie Forschung letztendlich komplett streichen wollen. Aber so ein großes Modellprojekt zur Abgabe, da wird jetzt so ein CDU-Minister nicht groß begeistert von sein. Das bleibt also spannend. Dann vielleicht mal kurz zur Zahl der Leute. Das ist nämlich auch so ein Unterschied zu dem, was früher immer zur Säule 2 gesagt worden ist. Da war immer die Rede davon, dass alle Einwohner der jeweiligen Region oder Stadt an so einem Projekt teilnehmen können, also alle Cannabiskonsumenten, die dann da in so einem Laden einkaufen können. Hier geht es aber schon um eine Begrenzung der Zahl der Teilnehmer, wobei da jetzt von der Humboldt-Uni gesagt wurde, sie bräuchten mindestens 2000 registrierte, ja, auch nochmal so ein Punkt, Cannabiskonsumenten für die Studie, aber es könnten auch deutlich mehr sein. Ja, also ich meine, ich hätte auch die Zahl von 200.000 gehört, die sich auch vorstellen können. Und diese Größenordnung, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Gerade wenn man jetzt denkt, dass der Sinn der Sache ist, möglichst viele Leute mit vernünftigem Gras zu versorgen. Aber hier geht es erstmal um Forschung sozusagen und auch um das Symbol, ja, dass man überhaupt diesen Schritt noch geht, dass die Ampel den noch oben drauf legt, zumindest so ein bisschen Säule 2, so ein bisschen legale Versorgung, auch mit den Bildern, die damit zusammenhängen, mit Fernsehbildern und so weiter, Normalisierung von Cannabisabgabe. Ja, das Schritt hier noch zu gehen, symbolisch wenigstens, das ist schon auch viel wert, auch wenn jetzt wenig Leute davon am Ende erstmal profitieren werden. Aber das ist auch der Punkt, wenn das jetzt noch kommt, der Deutschland tatsächlich an die Spitze in Europa bringt, was Cannabis-Reformpolitik angeht, auch wenn wir mit der Legalisierung gescheitert sind jetzt erstmal. Aber sowohl der vollkommen legale Besitz, als auch der vollkommen legale Anbau, als auch die vollkommen legalen Clubs. Da haben wir aufgeschossen zu Malta, die das auch so haben. Und wenn wir jetzt auch noch diese Projekte oben drauf machen, dann ist das Gesamtpaket meiner Meinung nach jedenfalls auf dem Papier, formal juristisch,
sind wir damit führend in Europa, was Cannabisreform angeht. In Deutschland hätte ich nie gedacht vor 5 Jahren, ja, muss man auch mal sagen. Ja, mögen wir das noch auf die Reihe kriegen, ja? Ist auf jeden Fall interessant, diese Ankündigung hier, dieser Städte, wie schnell die jetzt da eben am Start sein wollen und wie viele Leute das am Ende sind, die da teilnehmen. Mal gucken. Ein interessanter Aspekt bei der Sache ist auch noch, dass da jetzt erstmals auch ein CDU-Gesundheitsbezirksstadtrat dabei ist, der von Neukölln, ein Hannes Rehfeld von der CDU. Der hat zwar auch gesagt, das ganze Gesetz ist Mist, ja, wie üblich, der muss doch so ein bisschen CDU-Talk da machen, das wäre ein großer Fehler und so weiter. Aber jetzt wäre es nun mal so, ja, und wir sehen den Bedarf, sagt er, ja, und wenn schon, denn schon, und dann müsste man eben auch für eine legale Versorgung sorgen und die Leute nicht auf den Schwarzmarkt schicken. Also letztendlich, ja, vernünftige Konsequenz irgendwie. Das ist zwar sehr vorsichtig formuliert gewesen und er hat bestimmt auch viel also Gegenwind gehabt von seinen Kollegas da bei der CDU. Aber immerhin, ja, ein CDU-Mann, der das mit verantwortet, der auch mit auf der Pressekonferenz war, um dieses ganze Abgabemodellprojekt zu repräsentieren. Also Hut ab vor Herrn Rehfeld, ja, egal, was er sonst noch erzählt hat, wie schlimm das wäre. Der hat auch gesagt, das wäre eine Förderung der organisierten Kriminalität wieder und so, der übliche CDU-Quatsch. Aber egal, ja, er steht da und sagt, okay, wir machen jetzt die Cannabis-Abgabe. Wunderbar. Ja, so viel dazu. Ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt, was ich hier mal eben so aus dem Ärmel schütteln kann, aus dem Hotelzimmer und so weiter, jetzt ohne großartig zu recherchieren. Wie gesagt, ich habe die Pressemitteilung dazu in der Videobeschreibung, wenn ihr nochmal nachlesen wollt. Aber das war's soweit. Danke auch nochmal an Cem Özdemir, ja, auch wenn er total zäh und extrem nervig war und so weiter. Ja, und auch wenn er sich gar nicht dazu, wenn du dich gar nicht dazu bekennen willst, Cem, trotzdem, ja, danke, dass du das noch gemacht hast. Werde ich hier gesteinigt, dass ich mich dafür noch bedanke, aber okay, kann man ja zumindest mal irgendwie, besser als wenn er das nicht gemacht hätte, ja, das kann man ja mal sagen. Okay, dann haben wir noch zwei Termine und das ist der 17.12. Treffen der Ortsgruppe in Berlin. Und am 20.12. auch nochmal interessant, ja, wo wir gerade bei den Grünen sind. Die Grünen Altona machen eine Diskussionsrunde mit der Linda Heidmann, MdB, die ist drogenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, also nicht Cannabispolitik, dafür ist Kappert-Gonter zuständig, aber Drogenpolitik. Linda Heidmann diskutiert mit Peter Zamori über aktuelle Entwicklungen in der Drogenpolitik. Also wer da nochmal mit den Grünen in Hamburg diskutieren will, 20.12.18.30 Uhr, Infos in der Videobeschreibung. Unterstützt den Hanfverband, ja, macht mit bei der Spendenkampagne hanfverband.de, seht ihr den Fortschrittsbalken und findet auch die Infos nochmal zur Spendenkampagne und wie ihr Preise gewinnen könnt. Abonniert den Kanal, Glocke drücken, Video liken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen grusamen Abend und jetzt auch noch bitte sehr sorgfältig das Outro gucken.